Wir sind heute zu Gast am Vieringhausen Fisch und Meer. Ein neuer Laden hat hier aufgemacht und ich habe den Inhaber Miguel Esteban bei mir. Miguel, die Leute in Remscheid kennen dich durch das Anna Lucia am Ebertplatz. Jetzt hast du einen neuen Laden. Wie ist dazu gekommen? Ja, wir haben jetzt hier vor 3 Tagen eröffnet und es ist ganz gut angelaufen. Wir haben gut zu tun und es ist dazu gekommen, weil wir haben schon einen Foodwagen in Bewegung. Also wir sind auf den Food-Festivals, wir machen Firmen-Events und da haben wir gesagt, komm, wir machen mal einen festen Standort, wo wir Fisch verkaufen. Das fehlt auch in Remscheid, ne? Wir sind ja im Laden des alten Weltmeisters. Also hier gab es früher wirklich Currywurst, Bratwurst und Pommes und jetzt kommt der Fisch. Aber einen richtigen Fischladen gibt es ja in Remscheid nicht. Also es ist so ein bisschen eine Marktlücke, wo du reingekommen bist. Genau. Ich denke, hier im Weltmeister, der Weltmeister war ein Urgestalt, ne? Den kann man nicht mehr, wie er das gemacht hat, seine Currywurst, kannst du nicht mehr. Hier musste schon ein ganz neues Konzept rein. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das mit Fisch und hoffentlich, dass es funktioniert. Ja. Backfisch ist ja das eine, aber was sind so die spanischen Spezialitäten, was ihr hier anbieten werdet? Wir haben hier Calamares, Gambas, mediterrane Kibbelinge, Spinatkroketten, auch vieles, was wir auch in Andalusia anbieten, aber als Imbiss nochmal hier, ne? Die ganzen Fischspezialitäten, die wir haben. Und abschließende Frage ist, was für Öffnungszeiten habt ihr hier? Wir haben hier von 11.30 Uhr bis 21 Uhr in der Woche und am Wochenende Samstag, Sonntags und Feiertags bis 16.30 Uhr. 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Miguel, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Also, Fisch und Meer hier in Vieringhausen, ein neuer Laden. Kommen Sie vorbei und probieren Sie mal Fisch.